Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei My Time mit Portia, mit eurem Bobas. Ja, wir hatten ja vor 2 Tagen den Livestream und da hatte ich ja dann diese Maschine noch auf die Schnelle gebaut und installiert. Und Gail hat ja geäußert, dass er ein bisschen Bedenken hat wegen dieser Gruppe. Naja, schauen wir mal, was sich weiterentwickelt. Ich war jetzt jedenfalls hier und habe so ein paar Aufträge angegeben, dass hier ein bisschen was gefertigt wird. Allerdings, mir fehlt natürlich auch einiges an Material, das ist ganz klar. Jetzt muss ich mal nur kurz gucken. Sortiert war, glaube ich, alles. Jo, das passt. Auf jeden Fall, hier laufen einige Sachen jetzt mittlerweile durch, wo ich teilweise auch natürlich das Material nicht habe. Baumwolle fehlt mir vor allem sehr viel. Und ja, hier beim Dressing Eier fehlen mir. Also es sind einfach ein paar Sachen, die wir noch fehlen. Und was dann dementsprechend nicht hergestellt werden kann. Da könnte ich mal gucken, Anzeigen, Gutstein müsste ich doch haben. Jo, Eisenbahn, Harz, Holz, Erz, habe ich eigentlich alles. Industrieller Kern, nicht genügend Material habe ich jetzt halt. Doch, da passt dann eigentlich alles. Zähne habe ich nicht. Ah, doch, habe ich, dachte ich es mir doch. Gibt es so einige Sachen, die wir im Grunde haben, allerdings hier noch nicht in die Kiste gepackt haben. Präzisionsteile, sowas hier, denke ich mal, dass wir das zum Bauen irgendwann brauchen. Regenbogenblume müsste ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bekommen bei der Kirche. Aber gut, das werden wir sehen. Jedenfalls Auftrag habe ich noch keinen bekommen. Als ich jetzt dann angefangen habe und raus bin aus dem Haus. Und von daher, ja, alles ist hier am Produzieren und am Machen und am Werkeln. Von daher würde ich sagen, wir gehen einfach mal Handelsgilde. So der übliche Weg, ne? Ah, moin Ack. Hi. Servus. Oh la la. Meine geliebte Lara. Moment, für dich habe ich, wo ist es da? Jo. Doch, den da. Bestätigen. Dann muss ich mal gucken, vom Kochen her, ob ich nicht nochmal, was war denn das nochmal für ein Dingsbums, für ein Gericht? Meeresfrüchte-Nudeln, für ein Arlo. Meeresfrüchte-Nudeln, das sind dann diese hier. Allerdings habe ich nur noch 3 Kabeljau. Von daher, da bräuchte ich wesentlich mehr. Ich müsste normalerweise mal angeln. Naja, gut. Lass mal das. Ich denke, im Moment bin ich ganz... Ja, ich weiß, dass du eine Menge Arbeit geleistet hast. Adit. Hey, servus. Hello. I get up real early. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Beschenken. Du kriegst doch, glaube ich... Adit. Irgendein Buch bekommst du. Ich weiß jetzt bloß wieder nicht, welches. Ein Talisman auf jeden Fall. Aber bekommst du die 500 Designproben? Ich probiere es jetzt nochmal. Nein, schade. Oh Mann, ich hätte einfach nochmal nachschauen sollen. So, Lee, ich warte, dass dein Stand aufgebaut wird, weil dann kann ich nämlich mal wegen den Ringel bunten Blumen da gucken. So, du bekommst den da. Thank you so much. Lee. Hey. Bekommt einfach irgendwas Technisches. Das da möchte ich mal probieren. Ja, 2 Punkte, okay. Dann Nora. Hey, this is a hot weather. Moment, Nora, gucke ich mal ganz kurz in die Soziales rein. Nora. Wo bist du? Da, Nora, Bekannte. Vorlieben Rosen. Ich probiere mal bei dir auch einen Talisman aus. Und zwar das Ding hier, die Kristallhalskette, probieren wir mal aus. Naja, Beziehung 2. Stell dir euren Stand noch auf. Yes, gut. Darauf habe ich gewartet. Hier, die Regenbogen-Ringelblumensamen oder Regenbogenblumensamen. Nach 8 Tagen voll entwickelt, können wir einen kleiner Pflanzkasten benötigt. Von der Kirche das Licht, dazu brauchen wir allerdings die Silikonchips. Und das sollte ich normalerweise
welche ja haben bei mir in der Kiste. Ups. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. So. Ich bin bloß ehrlich, ich habe schon ewig nicht mehr in diese Kisten geguckt. Doch dass das mit der Fabrik so läuft, brauche ich die Kisten im Grunde ja schon gar nicht mehr. Da haben wir welche. Da haben wir welche. Warte mal. Ich nehme mal die 7 Stück raus. Rausnehmen. Danke. Dass wir dann hier noch ein paar zusätzliche kaufen können. Nicht nur einen einzigen. Was? Ach so, das sind 5-mal. Nee, ach nee, 50 haben sie. Für einen Silikonchip bekomme ich 5-mal die Ringelblumen. Samen und die sind nur im Frühling. Oh. Na gut, trotzdem kaufe ich jetzt mal welche. Ja, da mache ich aber jetzt nur 10. Das reicht. 10 mal das. Dann braucht man auf jeden Fall nochmal einen Bewässerungsboden. Da würde ich sagen, machen wir mal 10 Stück. Und wir machen von den Pflanzkästen mal 5 Stück. Oh, das waren große. Oh, verdammt. Ich wollte doch eigentlich kleine. Die kleinen muss ich mir selber herstellen. Naja, ist egal. Ist wurscht. Wir schauen einfach mal, wie wir das hier unterbekommen können. Bleib. So, hier ist ja alles im Grunde schon recht gut bewässert. So, dann würde ich sagen, setzen wir da mal noch ein paar hin. So. Dann können wir nämlich da auch einen großen Pflanzkasten noch hinsetzen. Was auch immer wir dann da rein tun. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch 4 Böden dahin. Ups. So, einmal. Zweimal. Das geht sogar. Aber wahrscheinlich kann ich keinen. Würde das gehen? Ne, das würde nicht gehen, weil da die Vase im Weg ist. Alles klar, warte mal. Dann stelle ich dich einfach nur mal hier ein bisschen rüber. Oder warte mal, vielleicht auch hier mitten rein. Warum nicht, ne? Den Platz, noch haben wir ja den Platz. So, zack. Passt. Dann können wir nämlich auch hier noch die letzten 2 mit anschließen. Und wir können uns ein paar von den kleinen Pflanzkästen noch herstellen, weil noch einen großen, ich weiß nicht. Also ich denke mal, mit den großen, da werden wir auf jeden Fall noch hantieren können, wenn dann das Grundstück noch größer ist. Können wir hier auf jeden Fall noch was reintun. Die gebe ich dir nicht. Ansonsten Energiesteine hast du, Dünger hast du. Gucken wir mal, kleiner Pflanzkasten müssen wir uns auf jeden Fall selber herstellen. Und da ich jetzt hier 6 Felder hingemacht habe, würde ich auch 6-mal den kleinen Pflanzkasten herstellen. So, jetzt ist nur die Frage, war der hier? Jo, ne, hölzerner Fotorahmen. Da. Kleiner Pflanzkasten. Hinzufügen. 6-mal. Bestätigen. So, normalerweise sollte das hier relativ schnell fertig sein auch. Wahnsinn, wie viel Zeug jetzt da mittlerweile schon drin ist. Warten wir mal ganz kurz, weil normalerweise werden die ja recht schnell gefertigt, ne? Der ist wahrscheinlich jetzt ganz unten. Die Reihenfolge, wie ich es angegeben habe. Ach so, na gut, dann braucht es eine Zeit lang, dann lassen wir das doch. Dann lassen wir das einfach und ich lasse das, den Samen unten im Inventar. Dann werde ich auf jeden Fall später dran denken. So, wir könnten hier noch reinschmeißen die Silikonchips. Und ich denke, die Äpfel können wir auch reinschmeißen. Gerade wenn wir irgendwas Teemäßiges machen. Jo. Gut. Also die Pflanzkästen brauchen. Dann schauen wir mal in die Handelsgilde rein, dass wir da noch einen Auftrag bekommen.
Und dann bin ich vor allem mal gespannt. Wir haben ja missionstechnisch ist nichts drin, ne? Nee. Phyllis, was willst du? Just wondering. Nur aus Neugier, hast du dich schon an Portia gewöhnen können? Das hier ist alles andere als Barnarok, nicht wahr? Ich vermisse die kühle Brise im Sommer in meiner Heimatstadt. In Portia ist es am Tag immer besonders schwül. Ich wünschte, wir hätten... Jetzt reicht's. Wir brauchen hier in der Klinik einen Ventilator. Hey, Anna, da du schon hier bist, könntest du mir bitte einen besorgen? Klar, logisch, klingt leicht. Mach mal. Das ist gut, wenn dann so zwischenrein mal noch ein paar so Aufgaben kommen. Weil nur das Handelsbrett ist natürlich immer blöd, weil hier gibt es nur die Dinger. Ich brauche 4 Aluminiumplatten. 2x Ledergürtel, oh, 1800. Und 4 Bronzebarren, aber das ist, dann nehmen wir den hier an. Die Ledergürtel. Und was für ein Zufall, ich habe tatsächlich 2 Stück oder 5 Stück, glaube ich, in der Mache. Presley, habe ich dich aufgeschrieben? Ja, gegrillter Katzenjau, habe ich aber nicht. Aber für Antoine hätte ich auf jeden Fall nochmal einen Schüssel Salat. Look at my face. Does it have... Es bleibt halt nicht aus, dass wir denen immer wieder was schenken müssen hier. Um einfach in der Beliebtheit noch hoch zu rutschen. So. Dann holen wir mal. Ich hoffe, da ist schon einer fertig. Oh, und heute war, glaube ich, der Termin mit Lucy. Nicht, dass ich das vergesse. Jo, 18 bis 20 Uhr. Super. Neue Mission, Sommerwind, einen Ventilator und 2x Ledergürtel. So, schauen wir mal wegen den Ledergürteln, ob da schon was fertig ist. Ich sehe jetzt doch... Nein, das ist das normale Leder. Guck mal da mal rein. Wo seid ihr? Gummiriemen sind das, was gefertigt wird. Habe ich die jetzt angegeben oder nicht? Doch da, Ledergürtel. Die brauchen allerdings ein bisschen. Okay, oh, nicht genügend Materialien, was fehlt? Oh, Regenbogenblumen. Nein. Verdammt, wo kriege ich die jetzt her? Weil dann müsste ich ja den Auftrag abbrechen. Oh, verdammt. Regenbogenblume. Das hätte ich jetzt nie erwartet. Verdammt. Aber einen Ventilator können wir noch herstellen. Da müsste normalerweise... Mal gucken, hier bei Einrichtung. Wo bist du? Da nicht. Okay, hier irgendwas. Sprinkler, oder? Verdammt. Da bestimmt nicht. Hier? Nee, glaube ich auch nicht. Das sind die Dinger, das sind Mixteile. Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob jetzt halt ein Ventilator Ausrüstung ist. Ansonsten habe ich in der Wohnung einen stehen, dann hole ich den. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, bei den Möbeln. Trockengestell. Das gibt es noch nicht. Wo soll denn der Ventilator sein? Verdammt, das mit dem Ledergürtel ist jetzt echt heftig. An die Dinger habe ich nie gedacht, aber wir sind schon immer im Frühling, ne? Wir sind ja schon im Sommer. Und bis der Frühling kommt, das dauert noch ein bisschen. Oh Mann! Wo könnte ich die herbekommen? Vielleicht auch bei... auch hier bei der Kirche des Lichts, dass da schon welche fertig drin sind. Nee, da sind eben keine drin. Ach Mann, wo könnte ich denn die bekommen? Bei
Lucy. Carol. Meine ich. Vielleicht da. Hier kriege ich Baumwolle auf jeden Fall. Die kann ich mir holen. Da hole ich mir auch gleich. Gestreifte. Da würde ich tatsächlich auch mal sagen, dass ich die kaufe und mit in die Kiste packe. Weil da kommt ja auch immer wieder mal ein Auftrag. Dann hätte ich die auf jeden Fall schon mal parat. Ah, Pigmente. 6000. Oh Mann, aber gut, es ist günstiger. Dann nehme ich ja mal den einen. Pigmente mache ich ja mal noch. Die, naja, mache ich alle. Und schon geht das Geld wieder weg. Verdammt, aber wo kriege ich die Ringelblumen her? Ich wüsste nämlich jetzt halt auch nicht, dass ich die irgendwo farmen kann oder sowas. Verdammt. Ah, wir könnten mal gucken, und zwar in der Wüste, da in dem Shop. Da bin ich mir jetzt halt nicht sicher, aber es könnte ja durchaus sein. Was haben wir da nochmal? Drachenherz. Okay. Ah, doof, doof, doof. Ringelblumen. Und die wird es wahrscheinlich nirgends geben, vermute ich mal, weil einfach nicht die Zeit dafür ist. Was haben wir denn da? Käse, Sandtee, Keramikkrug, goldener Ginseng. Da sollten wir vielleicht... Ne, warte mal. Das Lieblingsfutter von Alpakas. Ein Edelstein. Feuerstein. Da brauche ich wieder den Motor dazu. Die Säge habe ich. Das ist jetzt echt blöd, ne? Also sorry, wenn es im Hintergrund aktuell ein klein wenig klopfen tut. Da wird anscheinend in der Wohnung nebenan etwas renoviert. Oh, was haben wir denn da? Ah, da kann ich was bestellen. Das ist ja cool. Henne. Weizen. Dressing könnte ich, da könnte ich auch Faserstoff. Wie funktioniert denn das? Weil hier steht irgendwas von Gegenstandsarten. Wir sagen Kartoffelfrucht, getrockneter Klingenfisch. Ich könnte zu den Typen oben mal schauen, noch zu den Fightern. Das da lasse ich jetzt mal. Ob ich vielleicht von denen irgendwas sammeln kann. Und das Ganze dann halt auf 2 Tage oder was machen. Also sorry für das Klopfen. Hey May, wo rennst denn du rum? Hallo ist am Fighten. Oh Mann, aber das Klopfen, das geht mir schon ehrlich gesagt am Senkel. Weil ihr hört es wahrscheinlich in der Aufnahme und das macht mich dann ganz narrisch. So, Arlo, was habe ich bei dir gesagt? Meeresfrüchte, Nudeln und Eisenschwert habe ich aber nicht. Oh, aber ich brauche auf jeden Fall die Muscheln. Und ich brauche Schleim. Hummerschere. Ja, Arlo, mach mir jetzt halt bitte nicht alle Schnecken weg. Die brauche ich nämlich selber. Bloß einmal die paar hier. Der Ten. Hey, yeah, yeah. Hey. Servus. Warst du nicht auch der Eimer? Nee, du warst nicht der Eimer. Oh, Oaks. Oaks, Oaks, Oaks. Hey. Bleib stehen. You should try the apples growing around. Schenken, die gebe ich heute mal. Hoffentlich habe ich da noch einen. So einen Aroma-Apfel wollte ich dir jetzt eigentlich geben. Ah ja, doch. Ah, okay, er mag einfach nur die normalen Äpfel. Ein Passagier. Ursula, naja, mit der möchte ich jetzt halt quatschen. Ein Ventilator finden.
Na gut, dann nehme ich den aus dem Gebäude raus. Ich meine, ich habe hier so viel Müll stehen im Grunde. Den kann ich auch mal verschenken. Hier, da hinten ist einer. So, du kommst jetzt mit. Nehmen und dann glaube ich, R im Inventar ablegen und schon habe ich nämlich einen. Oh, die Ledergürtel. Mensch, Leute. Ich reite jetzt nochmal hoch zu den Fightern. In der Hoffnung, dass die mir da was besorgen können mit einem Auftrag. Ups. Dieses Ruckeln macht mich auch noch narrisch, ne? Das ist nicht spaßig. Oh, hey Phyllis. This feels so awesome. Das fühlt sich fantastisch an. Danke, Thank Anna. No big. Kein Problem. Ach, übrigens, wie ist der Sommer in Hochwind? Viel kühler als It's hier und es gibt überall Täler, Seen und Wiesen. Man hört den Wind in den Blättern der Bäume rauschen, wenn er über die Haut streicht. Ich vermisse das manchmal, aber weißt du was? Mir gefällt es hier in Portia. Ich lerne vom besten Arzt weit und breit und verfolge meinen Traum. Eines Tages werde ich meine eigene Klinik eröffnen. Und darauf freue ich mich schon. Du darfst doch gerne bei uns Hand anlegen. Wenn es ums Heilen geht, meine ich. Natürlich. So, jetzt hoffentlich. Kann ich. Ich glaube jetzt nicht, dass es was, dass es geht, aber probieren. Nein. Natürlich nicht. Wir könnten uns aber von euch so ein bisschen Schleim besorgen lassen. Weil dann brauche ich da nicht aufs Sammeln gehen. Und von euch ist es doch relativ günstig, dafür 500 mal einen Schleim zu bekommen. Machen wir das da. Zähne kann ich auch noch brauchen. Da geht es einfach um die paar Rezepte, die ich da gemacht habe. Da machen wir auch 5 Tage, das reicht. Jo. Tierknochen bekomme ich zwar auch immer wieder, aber da würde ich sagen, da machen wir auch mal. Das ist ja schön, um den Vorrat aufzustacken. Oh, machen wir 6 Tage, das passt schon. Yep, Ruinentauchen geht halt jetzt nicht mehr, ist egal. Puh, da muss ich tatsächlich den Auftrag ablehnen oder abbrechen, dass ich noch hoffentlich einen anderen annehmen kann. Schade, aber jetzt wüsste ich nicht, wo ich die Ringelblumen herbekomme. Und wenn ihr mir irgendwas in die Kommentare schreibt, von wegen, Hello. I really wanna... von wegen, was ich, wo ich die finden könnte, dann ist natürlich trotzdem das Problem, dass ich schon vorproduziere. I like it. Und von daher ist es, ja... Suboptimal. So, wir haben hier keinen. Ja. Ne, ich wüsste auch nicht, wo ich die sonst herkriegen könnte. Keine Ahnung. Na gut. Halt, ich wollte ja Handelsgilde. Da schon wieder so in Gedanken, weil ich gerade überlege, wo ich die Dinger herbekommen könnte, was ich vielleicht. Ob mir vielleicht noch irgendwas einfällt. So, beschenken, dein Teetisch. Ja, bitte. Bitte, bitte. Halt, nein, Handelsgilde. Oh Mann, dann muss ich den tatsächlich abbrechen. Ich hoffe aber auch, dass ich den anderen Auftrag trotzdem noch annehmen kann. Handelsauftrag. Aufgeben. Ja, das hat negative. Minus 15 ist okay und minus 55. Kein Problem. Kann passieren. Ist noch nicht oft passiert. 4 Aluminiumplatten haben wir auf jeden Fall. Nein! Oh, das geht nicht. Shit. Na gut. Aber gucken wir mal ganz kurz auf die Tafel. Habe ich auch schon lange mit drauf geguckt. Wir müssten, jo, auf jeden Fall noch ganz weit oben sein. Das passt schon. Was? Zahnfeefabrik. Nachbar Wangs.
die sind nicht sehr aktiv. Die machen wirklich das nur hobbymäßig anscheinend. Die sehen wohl nicht den Ernst hinter diesem Geschäft des Handwerkers. So. Da keine Aufgabe. Den anderen mussten wir abbrechen. Und wir haben noch so viel Zeit über. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen Tierchen farmen. Ach, und ich liebe dieses Rummeln. So, da geht es mir hauptsächlich um die Felle. Und dass ich hoffentlich auch das Baumwolllama hier habe. Maymay. Ich wüsste auch wirklich nicht, ob das Zeug irgendwo anders wächst. Weil vor allem ist es ja saisonbedingt, das Zeug, ne? Diese Ringelblumen. Buntes Lama. Und wann kommt der Coolio? Oh, sorry, Oaks. Ich hab dich jetzt für das Baumwolllama gehalten, für das große. Sollte irgendwie angezeigt werden, dass das erscheint, weil das ist ja quasi Mama oder Papa hier von den bunten Lamas. Normalerweise kommt dann das Lama, wenn man genügend von den Feinden erledigt. Nein, meins! Na komm, aufsammeln. Aufsammeln. Ah, da ist es doch. Gut. Weil da bekommen wir immer die flexible Faser. Und das ist schon wichtig. Okay. So. Was hätte ich jetzt noch gemacht? Wir könnten auch mal an den Fishing Point gehen. Allerdings ist das jetzt auch nicht gerade das Beste. Higgins ist am Werkeln. Wir könnten mal schnell Polly noch seinen Tee geben. Oh, eine Stunde bis Spielen. Siehst du mal, das hätte ich schon fast vergessen. Hey. Once. Dann haben wir zumindest noch das Date zum Schluss. Wo ist sein Tee? Ich habe jetzt schon so viel Zeug wieder einstecken. Thank you. Never. Ja, gerne. Gerne, gerne. Und dann reiten wir doch mal zu unserem Date. Schwupps. So. Dann tue ich mal die Sachen schnell nach oben schmeißen ins Inventar. Sie muss ja nicht sehen, dass wir so einen Trash hier in der Hand haben. Das lasse ich. Feuerwerk, habe ich gemerkt, kann ich mir auch selber herstellen. Das finde ich auch nicht schlecht. So. Beschenken Lucy, das war der Talisman. Moment. Nicht irgendwas falsch machen. Lieber nochmal nachgeguckt. Lucy? Da. Vorlieben. Kristallhalskette. Siehst du mal, ne? Kristallhalskette. Jetzt muss ich nur gucken. Hier. Bestätigen. Und du kriegst dann... Beim Date bekommst du deine goldene Kette wieder. Spiel beginnen. Hast du irgendetwas Bestimmtes Lust? Ich komme einfach mit. Alles klar. Dann lass uns doch einmal hier runter reiten. Und dann machen wir schickes Feuerwerk. Und dann kritzel ich dir noch irgendwas rein in den Sand. Yep. Wollen wir Feuerwerk entzünden. Welche Farben magst du? Gelb und lila. Alles klar. Dann haben wir gelb. Machen wir einfach mal hier so zack, zack, zack. Und lila machen wir auch noch ein paar. So. Passt. Feuerwerk entzünden. Yep. Mach mal. So wunderschön. Und 16 Pünktchen haben wir dafür gekriegt. Dann kritzel ich dir nochmal was in den Sand.
Epona. Ah. Bist du künstlerisch begabt? Schauen wir mal. Ich möchte, dass du ein Herz malst. Oh, schön. Ein Herzchen hat man ja auch noch nicht. Oder hatten wir schon ein Herz? Nee, ne? Also ich wüsste nicht, dass ich schon mal ein Herz gemacht habe, aber das ist easy. Sieht ziemlich gut aus. Ja, das will ich doch hoffen. So, Epona, schön, dass du seitlich gewartet hast. Dann würde ich jetzt mit dir... Gehen wir doch mal zum Essen, ha? Wie wär's? Anstatt auf die Wippe, gehen wir mal zum Essen. Ja, und die sind am Klopfen und am Hämmern hier. Wahnsinn. Ich kann bloß zeitmäßig, wenn ich jetzt halt hier anfange mit Schneiderei und sowas, dann zieht sich das immer ewig hin. Und ich muss ja, wie ihr wisst, immer vorproduzieren. Ansonsten reicht mir die Zeit nicht. So, und? Wie schaut's aus? Irgendwas essen? Hier, irgendwo? Dart spielen? Ballon spielen? Hier, Dart zum Beispiel? Okay. Übelst, wirklich? Okay, Dart spielen. Also. Wie war es nochmal? Werfen mit der linken Maustaste. Ah, ich kann ja zielen, ne? Ah, und der 30er ist da und probieren wir es mal. Yes. Yes. Yo. Passt. Oh, das waren dann zum Schluss noch 10 Punkte. Aber gut, wir haben hier 12 so Abzeichen bekommen. Das ist ja im Grunde auch nicht verkehrt, ne? Sowas zu machen. So, bin ich da genauso gut beim Ballons? Ich bin Ballonscharfschütze? Hm, dann schießen wir halt einmal auf die Ballons. Bin ich anscheinend gar nicht. Mann, ich treffe gar nichts. Nein! Trefferrate 25%. Aber gut, wir haben 7 Abzeichen bekommen, von wegen. Du bist nicht so gut, wie man sagt. Nein, bin ich auch nicht. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt. So, was haben wir hier noch am einarmigen Banditen? Willst du es mal versuchen? Ja, machen wir doch mal. Mal 5. Gucken wir mal. Muss ich irgendwas drücken? Ach so. Da drücken oder was? Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Oder muss ich Space drücken oder was? Ach, oder da drauf? Na. Yummy. Okay. Das reicht mir auch. Gibst du auf? Okay. Jo, gebe ich. Weil das ist jetzt ja nicht wirklich. Und vor allem auch nicht Punkte bringen, glaube ich. Du willst jetzt nochmal hier Dart spielen? Nö. Essen wäre noch gut gewesen hier, wenn das geht. Sicher. So. Bestellen. Ich lade dich ein. Was hättest du gerne? Ich komme oft her. Nicht, dass man im Portia eine große Wahl hätte. Normalerweise nehme ich Portia Feuertopf, scharfsaure Kartoffel und Bambus-Papaya und Meeresfrüchte mit Reis. Nein, warte, du musst auch unbedingt Maidis Fischeintopf und Apfelsaft probieren. Willst du mich verarschen? Wie soll ich mir das alles merken hier? Maidis Fischeintopf und Apfelsaft. So, schauen wir mal. Maidis Fischeintopf und Apfelsaft. Gucken wir mal, ob ich das finde hier.
Mailis Fischeintopf und Apfelsaft. Und dann war es, glaube ich, noch Bambuspapaya. Und dann nehmen wir noch den Fruchtmix Sisai. So, bezahlen. Jo. Nicht schlecht, da ist etwas dabei, das ich mag. Ja, das, du hast es ja gesagt, das soll ich probieren hier. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Über Lieblingsessen reden. Süß, sauer und knusprig, so kann man die kurz gebratenen süß-sauren Ländchen am besten beschreiben. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Du hast gar gegessen. Was mache ich jetzt? Gehen. Und beenden damit quasi auch das Date. Beziehung plus 19, das ist doch cool. Das sollten wir wiederholen. Nö, tun wir nicht. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob ich nicht... Aber warte mal, mit wem könnte ich denn noch... Vielleicht läuft ja irgendwo jemand rum, wo ich sag, jawohl, da mache ich jetzt Date. Sam! Sam, du bist mein nächstes Date. Bleib da. Hi! Servus. I used to call him Captain. Also, beschenken bei Sam. Gebratener Reis mit Lachs, den habe ich, glaube ich, nicht, ne? Oh Mann, das Klopfen, es tut mir echt enorm leid. Gewürztes Steak. Spaghetti mit scharfer Soße. Uff, okay, gebe ich dir die Spaghetti mit scharfer Soße. Ja gut, aber ist egal. So, interagieren, spielen. Und zwar würde ich sagen, meine Werkstatt. Und zwar gleich am nächsten Morgen, 10 bis 12. Jawohl, gut. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. So, und jetzt düse ich zurück und verräume noch mein Zeug und mache alles, was in der Kiste ist, noch raus. Das, glaube ich, ist am sinnvollsten jetzt. So, du gehst zurück, bitte. Genau, und für uns an sich war es das heute. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und sorry nochmal wegen diesem Geklopfe. Ich kann es nicht beeinflussen, da wird halt was umgebaut und ich kann es leider nicht hinauszögern mit dem Part aufnehmen. Okay, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinn, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.